Guten Morgen! Es ist Montag und wir sind alle zu Hause. Die Luisa ist heute nicht im Kindergarten, weil wir nämlich einen Ausflug machen. Wir haben ja am Samstag unseren Klassenabend gehabt und haben gesagt, okay, der Montag läuft dafür ein bisschen ruhiger. Der Christian hat heute Abendunterricht und ich habe alle anderen Unterrichte auf Dienstag bis Freitag verlegt. Das heißt, wir haben halt ziemlich viel frei. Christian ist gerade noch in einem Zoom-Call von unserem Berufsverband. Da ist er mit dem Vorstand drin. Und hier der kleine Mann, der spielt nämlich auch schön. Wir warten jetzt noch, bis Christian mit seinem Zoom-Call fertig ist und dann fahren wir zum Bauer Lipp. Das ist ein Hof. Da gibt es eine Kürbisausstellung, ein Maislabyrinth, also richtig, richtig coole Sachen. Und ich schau mal, ob ich euch da so ein bisschen mitnehmen kann. Wir haben hier unten im Erdgeschoss mittlerweile wirklich Kinderparadies, sag ich mal. Es liegen überall Spielsachen rum, was aber auch im Winter natürlich ein bisschen mehr ist. Hier haben wir den Laufstall. Das hat meine Schwiegermama mal vom Flohmarkt letztens mitgebracht. Das haben wir jetzt auch mal runtergeholt vom Speicher. Und es ist halt einfach so, dass man im Sommer viel mehr draußen ist. Da braucht man drin nicht so viele Sachen. Aber jetzt im Winter ist es total in Ordnung. Wir haben ja genug Platz, dass die Kleinen hier wirklich auch schön spielen können. Ich habe der Luisa letztens aus dem Teddy hier so einen Kürbis mitgebracht. Das machst du ja ruckzuck. Da muss man einfach nur so Pompons draufkleben, ne? Das sieht dann, glaube ich, ganz witzig aus. Guten Morgen, ich hoffe, ihr konntet gestern ein paar Eindrücke von unserem wunderbaren Ausflug bekommen. Es war relativ kalt, wobei wir trotzdem Glück hatten mit dem Wetter, weil es hat nur einmal ganz, ganz kurz genieselt. Und ja, auf jeden Fall war das ein Ausflug wert. Ich habe jetzt heute Morgen hier schon um 5:30, ich glaube, es war schon früher, 5:30 sowas, Frühstück gerichtet, mich gerichtet. Jetzt ist gerade Luisa am Aufstehen, aber die ist noch müde. Und Jonathan wird oben gerichtet. Ich zeige euch gleich mal, wir haben ein paar Sachen mitgenommen. Huch, wir haben ein paar Sachen mitgenommen aus dem Hofladen, Leckereien und einen Kürbis geschnitzt. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist unser Kürbis, in Gemeinschaftsproduktion entstanden. Alle haben mitgeholfen. Luisa hat sich gewünscht, dass wir einen freundlichen Kürbis machen. Und ja, das haben wir dann natürlich auch gemacht. Dann habe ich hier noch ein bisschen was für unsere Fotografin mitgenommen. Die kommt ja morgen nochmal für Christian. So ein süßes Täschchen, da habe ich alles rein. Das sind einmal Halloween-Nudeln. Die habe ich auch für die Luisa mitgenommen. Mit Fledermäusen und Kürbissen und all sowas. Dann habe ich hier ein Kürbisgewürz oder beziehungsweise eine Gewürzmischung. Kann man in Suppe reinmachen oder auch Ofenkürbis. Dann haben wir hier, ach ja, das ist die Schokolade, die hatte ich schon. Und noch einen kleinen Gin. Einen, was war das? Erdbeer-Himbeer-Gin. Das hier habe ich für meine Mama mitgenommen. Die wird wahrscheinlich das Video sehen, aber ich kann es ihr leider erst im Dezember mitbringen. Das ist ein Kräuteröl. Dann hat die Luisa von der Oma hier diesen Erdbeerzauber bekommen. Das kann man entweder in Sprudelwasser reinmachen oder auch in Tee, also als Tee machen. Dann habe ich für die Luisa auch nochmal solche Halloween-Nudeln. Dann haben wir zweimal Kürbisnudeln. Auch da bekommt meine Mama ein Päckchen. Luisa hat sich hier noch diese sauren Erdbeeren ausgesucht. Und das ist schon im Kühlschrank ein Bärlauchpesto und einen Käse, der mittlerweile am Tisch steht. Ein Schornsteinfegerkäse, der auch ganz lecker ist. Ah ja, und das Stickeralbum, das hat sich Luisa noch ausgesucht. Ich denke, das wird sie wahrscheinlich mitnehmen in den Kindergarten heute. Der Jonathan und die Mamba, die helfen mir gerade beim Wäsche zusammenlegen. Einen Korb habe ich schon. Ja, bin halt ganz fleißig in der Früh. Meine kleine Maus ist aus dem Kindergarten zurück. Meine kleine Spinne. Na, sag mal deinen coolen Sack. Sehr cool. Und das ist dein Kostüm, ne, für Halloween. Da sind noch Flügelchen dran. Zeig mal hinten. Genau. Und eine. Ups, ein Haarreif mit kleinen Spinnen.
Wir haben jetzt auch überlegt, was wir mit dem angebrochenen Nachmittag noch machen. Und ich hatte der Luisa gerade vorgeschlagen, upsala, dass wir kleine Gruselhäuser machen aus Keksen und Marshmallows. Da müssten wir aber noch einkaufen. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen, dass wir uns alle nochmal bewegen. Also Jonathan, Luisa und ich nochmal rausgehen oder ob wir das auf morgen vertagen. Wir waren jetzt tatsächlich noch kurz beim Einkaufen. Jetzt ist mir der Jonathan gerade auf dem Rückweg hier im Auto eingeschlafen. Luisa, die ist bei den Schwiegereltern, also bei Oma und Opa, die machen an unserer Treppe zum Unterrichtsraum weiter. Und ja, da bleibt sie jetzt noch kurz draußen. Ich lasse ihn aber jetzt tatsächlich nicht ewig schlafen. Es ist schon 16:30, sonst kriegen wir den heute Abend nicht ins Bett. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, während der Jonathan schläft, bin nämlich doch reingegangen und habe jetzt einfach ein Marshmallow klein geschnitten und mit dieser schwarzen Zuckerschrift hier solche kleinen, ja, Geister und Gruselgesichter gemacht. Luisa ist auch da. Wir haben noch was anderes mitgenommen vom DM. Ne? Das sind irgendwie so Bliss Balls, glaube ich, mit Kokos. Luisa macht gerade den Zuckerguss und ich glaube, dass das von der Konsistenz ja schon passt. So, wir haben jetzt mal die Häuschen aufgestellt. Das muss jetzt erstmal trocknen, bevor wir dann die Spinnenweben drüber machen können. Wir haben jetzt einmal hier die Marshmallows kurz in der Mikrowelle warm gemacht und die Luisa hat schon umgerührt. Jetzt kommt sie gerade angedüst. Eins musste ich jetzt mal ohne die Luisa Probe machen. Das ist ein totales Geklebe natürlich mit den Marshmallows hier. So sieht das jetzt aus, aber das darf noch wirklich gut trocknen. Ansonsten fällt mir das wahrscheinlich, wenn ich das jetzt irgendwo anders hinheben will, gleich auseinander. Und die zwei hier, ja, die mache ich gleich noch mit der Luisa zusammen. Das sind die fertigen Ergebnisse. Es war sehr, sehr klebrig, aber irgendwie ist es jetzt auch ganz cool geworden, finde ich. Guten Morgen! Wir haben eine anstrengende Nacht hinter uns. Der kleine Mann, ja, zeigt mir ganz deutlich, dass jetzt wirklich sehr bald die nächsten Zähne kommen. Der war eigentlich die ganze Nacht nur bei mir am Trinken. Jetzt klettert er schon wieder hoch, gell? Ich konnte ihn auch gar nicht abmachen von der Brust. Dann war er sofort irgendwie am Weinen. Also er hat das richtig gebraucht und dementsprechend habe ich super wenig geschlafen. Jetzt ist heute der Tag so ein bisschen schwerer ins Rollen gekommen. Aber wir haben jetzt gefrühstückt und ich werde jetzt dann mal, wenn der Jonathan gleich müde ist, gerade hopst er noch auf meinem Schoß rum, mit ihm eine Runde im Kinderwagen gehen, dass wir ein bisschen frische Luft kriegen. So, wir haben es jetzt mal nach draußen gepackt. Sonne scheint heute ganz schön. Ich habe später noch einen Augenarzttermin. Bin mal gespannt. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was meine Brille für eine Dioptrienzahl hat. Aber das können die ja, glaube ich, messen. Genau. Luisa hat gestern Abend noch ziemlich husten müssen. Christian ist dann um 8 Uhr nach dem Unterrichten hochgekommen und hat ihr noch ein Zwiebelsäckchen gemacht. Das hat dann auch geholfen. Aber bei uns war es halt echt so 8:30, 9, bis mal Ruhe eingekehrt ist und die Kids geschlafen haben. Es war einfach noch so zusätzlich, ne, zu dem, dass Jonathan gezahnt hat. Ja, ich hoffe, die nächste Nacht wird etwas besser. Das tat jetzt gut, ein bisschen unterwegs zu sein. Wir waren erst im Wald und dann noch ein bisschen Schaufenster bummeln sozusagen. Und ich habe der Luisa noch ein Buch mitgenommen, das Klugscheißerchen, ihr seht spiegelverkehrt, von Marc-Uwe Kling. Da wird sie sich sicher drüber freuen. Und jetzt warte ich auf den Christian, dann geht es für mich auch schon los zum Augenarzt. Ich bin zurück vom Arzt und ist alles tipptopp, also hat sich nichts verschlechtert. Kann alles so lassen, Kontaktlinsen und Brille, aber was halt ist, ist, dass meine Augen sehr, sehr trocken sind. Soll ich ein bisschen Augentropfen reinmachen, aber auch das wäre nach der Geburt. Und sie sagt, 8 Monate nach der Geburt ist halt gar nichts für den Körper. Ja, ist das wohl auch normal, mehr oder weniger. Das kann sich auch wieder ändern mit dieser Trockenheit. Ich mache mich jetzt mal ans Kochen. Es gibt halt Auflauf. Christian ist gerade oben mit dem kleinen Mann. Der darf sein zweites Schläfchen machen. Das ist schon 14:45. Ich glaube, der reduziert gerade echt runter von 3 auf 2 Tagschläfchen. Genau. Und dann werden wir mal essen. Wir haben Mittag gegessen. Es gab Nudelauflauf mit Brokkoli. Und Luisa hat auch ganz feste mitgegessen. Der hat heute das Essen im Kindergarten nicht so gut geschmeckt. Die ist gerade am Tipptoy machen. Jonathan spielt gerade mit seiner Arche, die jetzt ein Taufegeschenk gekriegt hat. Und ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt und gesaugt. Ich werde jetzt dann gleich noch die Spülmaschine ausräumen. Und ich habe der Luisa was vorbereitet zum Ausschneiden. Eine Fledermaus und einen Geist. Ich dachte mir, da könnte man hinten so einen kleinen Abschnitt von einem weißen Strohhalm dran kleben und dann eine Schnur spannen. Und dann können die da quasi runterflitzen. Also so eine ganz kleine Halloween-Bastelei für heute Nachmittag.
Jonathan spielt Klavier und Luisa hat ihren Geist und ihre Fledermaus gebastelt. Da ist jetzt, wie gesagt, hinten einfach so ein Pappstrohhalm drauf. Den haben wir mit Tesa befestigt. Und jetzt holt die Luisa hier gerade Wolle oder irgendeinen Faden aus dem Keller, damit wir die mal flitzen lassen können. Los geht's! Meine Lieben, wir werden heute anfangen, den Keller ein bisschen zu entrümpeln. Wir, das ist der Jonathan und ich. Der Christian arbeitet nämlich jetzt erstmal. Und heute Nachmittag gehe ich in den Kindergarten rüber. Da bastel ich mit der Luisa eine Laterne. Gehen, dann bist du dann beim Papa. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch für dieses Video. Abonniert gerne meinen Kanal und bis ganz bald. Tschüss!